Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Satin aus Ketten. Ja, schwarze Auge eben. Und als ich gerade hier gestartet habe, das Spiel, ich habe noch nicht mein Bild gesehen und schon kam mir erstmal die Lache vom Ork entgegen. Und ja. Die letzten Male haben wir ein bisschen rumgerätselt. Wir haben festgestellt, wir können den Kopf in dieses Dings da drüben legen. Haben wir den Schädel noch dabei? Nee. Auf jeden Fall meint er dann, das Tropfen ist noch nicht laut genug. Und das will ich eigentlich mal wissen. Dieser Oberkniekiefer würde halt dazu passen, wegen Skelett und so. Aber wir kommen nicht dran. Vielleicht kommt doch der Rabe ran. Würde zumindest Sinn ergeben. Ja. Siehst du dort den Kieferknochen am Pfahl? Und? Du musst ihn für mich holen. Wieso ich? Du bist ein Vogel. Flatter, flatter. Ich bin doch keine Arschkrähe. Bitte im Forum Nuria einschalten. Ich bitte mal. Bitte. Nein. Bitte, bitte. Ich kenne dieses Spiel. Es endet mit 1000 Bitte, bitte, bitte. Und meine Antwort? Nein. Für Nuri? Na gut. Kommt jetzt um die Frau. Okay. Das kann man nehmen, das ist gut. Kann ich mich eigentlich noch bei dir bedanken? Sag mal. Nö, schade. Ach, nichts. Wollt mich jetzt bedanken? Geron soll nicht immer so gemein zu ihm sein. Gut, dann nehmen wir mal diesen Oberkiefer. Der Rabe hat die Orks kaum interessiert. So, vielleicht können wir mit diesem Oberkiefer noch irgendwas machen. Das sieht ja noch schon irgendwie blutig aus und das so. Das macht ihn nicht schöner. So, vielleicht können wir den Knochen... Das macht ihn nicht schöner. Nee, kann ich den da reinlegen? Ich bin etwas ideenlos. Ja, ich auch. Wird doch nicht. Wird doch. Toll. Ah! Ein Wurfhaken. Das ist natürlich auch eine Idee, klar. Und nun das Getropf. Das Getropf ist doch zu leise. Ich dachte, ich lege den da mit rein und dann hat sich's. Aber okay, dann können wir uns halt einen Wurfhaken bilden. Auch gut. Und zwar für den verrotteten Baum hier. Ja, und jetzt? Was bringt mir das? Ach Gott, okay. Ich sollte den Stein besser irgendwo festmachen. Okay, und zwar? Ach, was? Nicht mehr. Das geht so nicht. Ich spiele... Der Stein. Färbt das Wasser blutrot. Vielleicht mit der Lücke im Kiefer? Ich weiß nicht. Etwa, wo soll ich den Stein jetzt wieder festmachen? Keine Zeit für... Das lasse ich, wie es ist. Das ist auch gut so. So schnell wird aus einem hohlen Baum ein kleines Flussbett. Ach, der war hohl, okay. Ja, verrotten, ne? Ach nein. Kann ich irgendwas damit? Dann ist es... Das ist... Das führt... Ich soll... Das lass... Wenn ich mich... Da helfen... Interessant. Dann fehlt mir also noch irgendwas. Aber wir sind schon mal einen Schritt weiter. Das Getropfe ist noch zu leise. Das bringt... Besser... Upsi. Ne, ich wollte schon reinnehmen. Und nun das Getropfen. Der ist schon. Das Ka. Wozu soll. Der Geber oder ein Grab. Hä? Der Geber ein schönes Windlicht oder ein Grab. Ein Grablicht, ach so. Ich bin etwas ideenlos, wie ihr seht. Wie kann ich den festmachen? Brauche ich dafür irgendwie dieses Kriegshorn? Der Trommler ist, aber es ist...
Und irgendwie brauche ich auch den Wachhund dafür weg. Kann ich ihm das umbringen? Wach wird, ist... Nee, schade. Wenn er wach... Decker auch nicht. Wenn er wach... Wenn er wach... Ich brauche das Pfeifenkraut vermutlich irgendwie. Was für ein... Nun gut. Also doch hier irgendwie. Es sieht ganz... Das Pony zittert unter der verfilzten Erde. Das Schatt... Hier ist einfach alles raus. Irgendwas muss hier klappen. Ja, in der Zeit. Also, was soll ich? Ich bin hier nämlich echt gerade mein Kopf verzweifeln. Besser. Ich wollte. Dann hat es nicht mehr was. Dann hatte... kennen wir schon. Nuri. Nuri, sie was? Jetzt ihr. Ich erzähle nichts Neues mehr. Schade. Er färbt den ganzen Tümpel blutrot. Ja, das ist schön für den Tümpel. Kann ich die Decke dann in den Tümpel halten oder so? Nee. Wahrscheinlich nicht. Unsinn. Ja, dachte ich mir. Das lässt... Da bringt ein der Stein ver... Das Wasser ist sofort blutrot. Wutz. Okay, bringt mir also alles nichts. Den Orkschild werde ich wahrscheinlich nicht bekommen. Solange die Orks da hocken, bleibt er besser da unten. Das lässt sich keine Zeit. Ich soll... Ob es nun so nicht, das hilft auch. Also irgendwas muss doch machbar sein. Das lässt sich nicht. Sag bitte. Aber ich will keinen. Wie soll das gehen? Ich mach. Wutz. Ich glaube. Der Tor. Aber es ist sick. Bricht nicht. Ein Schloss, denke ich da. Das soll jemand anders machen. Das ja, vielleicht. Der Ork ist natürlich ein Das. Nicht sehr jetzt sind wir wieder einen Schritt, ich könnte versuchen, ihn von... Aber das würde... Das ist halt ist ein bisschen ungünstig gerade. Was soll ich denn machen? Ich verstehe es nicht. Das wirkt... Das kann... Frisch. Ja, was ich. Das verbrennt. Windling. Ich war. Ja, er würde sich die Haare raufen, das ist der aber Stein schön. Färbt aber die. Ach, vielleicht können wir. Das kann ich besser. Das kann doch besser. Alles voll. Das Maul muss dringend ausgewachsen. Das wirkt nicht mal. Viel sauberer ist das Maul. Ich brauche nicht noch mehr. Okay, ich glaube, noch mehr Blasen, aber wie kann ich das Maul auswaschen? Geht nicht. Bäh, alles voller Asseln. Das Maul muss dringend ausgewaschen werden. Toll. Natürlich. Ich war Feuer. Der Sch. Wird doch. Das heißt, ich probiere es einfach mal hier im Inventar alles mit allem. Nicht. Und ansonsten bin ich echt ratlos, Leute. Feuer? Das. Mein, Keine. Ich. Was soll ich denn sonst Feuer. Noch machen? Kein. Der Stack. Wie? Wie? So wird. Wie? Wie? No. Das. Da. Ich muss. Windling. Das hilft auch. Ach na, warum so? Windling. Nuri mag es nicht, wenn ich alles kaputt mache. Ach, da war das mit Nuri, okay. Ja, dann lässt du die Decke ganz, aber was sollst denn du machen? Du willst gar nichts machen.
keine Zeit. Der Orkgötze schweigt, aber offenbar wartet dieser Schab. Mahne auf ein Zeichen von ihm, ja. Ich bin überfragt, ich habe doch jetzt eigentlich alles versucht. Das ist kein Wasser. Der geht dahin gerade. Also im Prinzip so nicht. Muss ich hier jetzt wahrscheinlich ein lauteres Getropfe schaffen. Nur wie schaffe ich da ein lauteres Getropfe? Vielleicht brauche ich den Kopf auch noch woanders. Die Frage ist nur wo. Vielleicht brauche ich den Kopf vorher irgendwo anders. Das wäre jetzt so ein bisschen ein Braten. Das wäre jetzt so ein bisschen meine Vermutung. Solange die Orks da hocken. Ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Lieber nicht. Das bleibt. Das lädt. Ich bin überfragt. Ein Haufen. Sag mal, kannst du nicht noch irgendwas? Nee, schade. Nur was? Ja, wen er zerquetschen wird, kennen wir. Ach, alles. Mehr lauschen bringt nichts mehr. Was soll ich denn bitte machen? Oder wir sind die. Wir müssen auf. Oder wir. Das ist doch alles. Wie sollen wir. Im Prinzip, das Einzige, was ich noch nicht probiert habe, ist irgendwas mit den Orks auszuprobieren. Dieser Fluch hat. Ich bin. Das Sch. Ich spiel. Nicht. Das. Wozu? Ja, komisch. Ich muss. Das. Bis auf den, der es mit dem ausprobiert. Wenn er wach wird. Ist alles aus. Ja, deswegen sollte er nicht wach werden. Und das blöde Horn will er ja nicht mitnehmen. Mit den Schalen will er ja auch nichts machen. Deswegen, ich bin echt überfragt, was soll ich tun? Es ist, Warum beherrschst du kein Feuerball? Ja. Das. So nicht. So? Mann. Der Papa. So wird. Das kann ich. Das lässt er, wie es ist. Schade. Nicht sehr. Wieso nicht sehr schlau? Ist doch super. Ich kann mir schon denken, dass ich diesen roten Stein dann hier in den Beutel geben soll und den irgendwo so aufhängen soll, dass das Wasser drunter eben rot wird. Aber, wie schaffe ich das? Ich habe jetzt doch im Moment im Prinzip alles ausprobiert, was irgendwie geht. Na gut, immerhin haben wir diese Konstruktion hier hinbekommen, also ganz umsonst war der Part nicht, Leute. Ich würde sagen, bis zum nächsten Part schaue ich dann doch halt mal nach, wie wir hier weiterkommen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet trotz allem ein wenig Spaß an diesem Part. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich sehr freuen. Und wenn wir uns auch das nächste Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play das schwarze Auge Satinaschketten. Bis dahin, nachts gut. Ciao, Leute.